Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Professor Anheier, sehr geehrter Professor Chalmers und sehr geehrter Herr Schmidt für die Mercator Stiftung. Wir haben eben schon ein bisschen miteinander gesprochen. Ich glaube, dass wir in dem Gefühl hier zusammen sind. Sehr geehrte Lady Dahrendorf, darf Sie herzlich begrüßen. Es ist eine Ehre für mich, dass Sie hier sind. Ich glaube, wir sind hier in dem Gefühl, dass diese Tat Zeit, die aber gleichzeitig auch Ausdruck der dringenden Not wäre.
also bei dem reinen reaktiven Hinterherlaufen der in Haft genommenen Geisel.